Wir machen weiter mit dem ersten Teil, mit dem ersten Award heute Abend. Wie jedes Jahr vergeben wir auch heuer wieder den Prix d'honneur de la beauté an herausragende Persönlichkeiten, die die Branche besonders geprägt haben. In diesem Jahr freuen wir uns auf eine Preisträgerin mit einem äußerst bemerkenswerten Lebensweg und einer unvergleichlichen Karriere. Die Laudatio zu dieser Ehrung kann freilich bei uns im Hause nur der Chef persönlich vortragen. Da steht er, Jürgen Volt, bitte. Vielen Dank, Max. Sehr verehrte Damen und Herren, es gibt eine Anekdote aus den Anfangszeiten unserer Preisträgerin, habe ich mir sagen lassen, die bezeichnend für sie ist. Als sie in den 50er Jahren einen Schönheitssalon im Herzen von München eröffnet, bleibt zunächst die Kundschaft aus. Um bekannter zu werden, soll sie einen Vortrag vor Unternehmergattinnen halten. Doch sie hat große Angst davor. Hilfe naht in Person eines Vertreters für kosmetische Geräte. Ob der heute unter uns ist? Ich glaube nicht. Der Vertreter ist gleichzeitig Hobby-Hypnotiseur und will ihr alle Hemmungen weghypnotisieren. Das geht natürlich schief. Das Lampenfieber ist nämlich dann stärker als zuvor. Aber sie sagt sich, und das war ihr Lebensmotto, jetzt erst recht, denn mehr als blamieren kann ich mich nicht. Der Auftritt wird zum Erfolg, das Geschäft floriert. Dieses nach vorne gehen und einfach mal machen ist ganz typisch für unsere Preisträgerin. Und es ist auch Grundlage letztendlich für ihre Karriere. 1955 gründete sie die erste Schönheitsfarm Europas. Zu einer Zeit, als noch kein Mensch etwas anfangen kann mit Begriffen wie Wellness, Ganzheitlichkeit oder Achtsamkeit. Trotzdem ist es genau das ihr Ansatz, als sie dann Anfang der 60er Jahre auch eine Yoga-Ausbildung macht und zu meditieren anfängt, halten das viele für kompletten Humbug. Trotzdem werden genau diese Techniken zu wesentlichen Bausteinen in ihrem Programm auf der Farm. Und dass die Haut ein Spiegel der Seele ist, das weiß unsere Preisträgerin schon von Anfang an. Sehr früh entwickelt sie daher ihre eigene Kosmetik, bei der ab und zu auch was schiefgegangen ist. Die Titel sind mit der typischen grünen Rose verziert. Das Logo ziert auch heute noch alle Produkte. Die Damen sind jedenfalls begeistert, sowohl von der Farm als auch von den Produkten. Das ganzheitliche Konzept ist ein Selbstläufer. Körper, Seele und Geist in Einklang zu bringen, diese Idee ist wegweisend für die gesamte Kosmetikbranche. Mit ihren Ideen ist sie anders als die anderen und absolut einzigartig, letztendlich eine Pionierin in der natürlichen Schönheit. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Erfolgsgeschichte jede Menge Fleiß und Disziplin, aber auch ein Gespür für Trends, wie man heute sagen würde, braucht. Auch heute noch ist unsere Preisträgerin im Unternehmen präsent. Sie ist die charismatische, visionäre Firmenchefin. Ihr Team, ihre Gäste, die Kunden, man darf sie getrost als Fans bezeichnen. 25.000 Behandlungen werden jedes Jahr auf der Farm durchgeführt, das spricht für sich. Und ihre Kosmetiklinien werden in vielen Instituten eingesetzt. Mit dem Prix d'honneur de la beauté zeichnen wir Persönlichkeiten aus, die sich um die Kosmetikbranche verdient gemacht haben. Sie wissen natürlich nun sicher, von wem ich spreche, denn unsere diesjährige Preisträgerin, die ist einfach einzigartig.
Aber sehen Sie selbst. Sie ist die Grande Dame der Kosmetik. Sie gilt als Vorreiterin der Wellnessbewegung und hat die erste Schönheitsfarm Europas gegründet. Es steht außer Frage, Gertraud Gruber setzt Maßstäbe. Alles beginnt 1946. Gertraud Gruber ist damals 25 Jahre jung und ausgebildete Tänzerin. Sie möchte nach dem Krieg als selbstständige Heilgymnastin in Rottach-Egern arbeiten. Doch der Rottach-Egerner Bürgermeister lehnt ab. Kein Bedarf für eine Heilgymnastin. Eine glückliche Fügung, wie sich später herausstellt. Denn eine Freundin schwärmt von einer Kosmetikerin in München. Gertraud Gruber möchte das auch erleben und investiert 5 Mark in eine Behandlung, damals viel Geld. Der Besuch wird zum Schlüsselerlebnis für Gertraud Gruber. Sie macht eine Ausbildung zur Kosmetikerin an der Fachschule von Friedel Groh, arbeitet in München in Kosmetikinstituten. Ihre Heirat führt sie 1949 zurück an den Tegernsee. Dort macht sie weiter mit ihrer Leidenschaft für Kosmetik. Zunächst stellt sie Cremes und Tonics aus Kräutern und Heilpflanzen her, mit denen sie die Damen bei Hausbesuchen behandelt. Ich habe ganz klein angefangen. Ich bin mit dem Radl. Hinten hatte ich den Korb mit meinen Utensilien, sogar einen elektrischen Kocher für warme Packungen. Und da bin ich losgeradelt und ich durfte nur abends kommen, wenn die Männer beim Skat oder irgendwo waren. Nicht? Also meine Hauptarbeitszeit war dann abends zwischen 8 und Mitternacht so ungefähr. Auf einer ehemaligen Silberfuchsfarm empfängt sie 1955 ihre ersten Gäste. Startschuss für die Schönheitsfarm. Von den Einheimischen wird die Farm zunächst als Runzelrentsch belächelt. Bald gehen aber die prominenten Damen ein und aus. Aber auch sogenannte normale Gäste sind jederzeit willkommen. Wir hatten wirklich tolle Leute, zum Beispiel die Frau Schmidt, die Locke Schmidt. Die haben wir alle verehrt, die war entzückend, aber wir hatten Filmleute, wir hatten die Inge Meisel, wir hatten eine ganze Serie. Das war schon ganz interessant und was auch sehr interessant wurde, den Adel. Die Schönheitsfarm macht Furore im In- und Ausland. Die Presse ist voll von Berichten über diesen ungewöhnlichen Ort, wo Ganzheitskosmetik und Wellness gelebt wird, lange bevor diese Ansätze zum Trend werden. Ich war da die allererste, ich wollte immer die Ganzheit, ich habe natürlich Bewegung, hat mir ja gelegen, nicht? Als ehemalige Tänzerin. Dann Yoga war ich ausgebildet. Ja, Massagen haben mich interessiert und ich war auch ausgebildet. Auch wenn der Name Gertraud Gruber heute eng mit der Schönheitsfarm verbunden ist, gilt er auch als Markenzeichen für wirksame Produkte. Die ersten Experimente mit Cremes und Salben gingen allerdings auch mal schief. Heute schmunzelt Gertraud Gruber darüber. Aber sie dürfen nicht glauben, dass ich schon perfekt war. Dann habe ich dann selber zu Hause gemacht, da ist mir viel in die Luft geflogen, nicht? An der Produktentwicklung ist Gertraud Gruber eng beteiligt. So natürlich wie möglich, aber auch so wirksam und so verträglich wie möglich, lautet die Devise. Ideen für neue Produkte und Projekte werden gemeinsam diskutiert. Sie probiert auch viele der Produkte selbst aus, manchmal mit einem Augenzwinkern. Ich bin flexibel, bei mir kann nicht mehr so viel passieren, ich bin ja so alt. Doch ganz im Ernst, mit Produkten allein ist es für Gertraud Gruber nicht getan. Hier geht es um den ganzheitlichen Ansatz. Für Kosmetikerinnen hält Gertraud Gruber daher einen sehr zeitgemäßen Rat bereit. Ich muss total überzeugt sein, ich mal selbst, um überzeugen zu können. Nicht? Und es darf nicht nur ein Geschäft sein, es muss eine gute Beratung sein. Also ich muss als Kosmetikerin da sein für den Gast. Ich will für ihn das Allerbeste. Gertraud Gruber ist regelmäßig auf der Schönheitsfarm zugegen. Ist sie einmal nicht vor Ort, wird sie von ihren Gästen sofort vermisst. Sogar Yogakurse leitet Gertraud Gruber höchst persönlich. Ich unterrichte noch meine alten Damen natürlich, die hängen an mir wie die Ketten, ja, das mache ich noch. Astrid Eckerl, Chefkosmetikerin bei Gertraud Gruber, kennt Gertraud Gruber seit 26 Jahren. Sie kann den engen Bezug zwischen Gertraud Gruber und ihren Gästen nur bestätigen. Die Frau Gruber ist die Seele. Das ist einfach so. Die Frau Gruber betritt die Farm und man spürt es, schwingt durch die Farm durch. Und die Farm ist die Frau Gruber und die Frau Gruber ist die Farm. Und das ist ganz schwer zu beschreiben. Sie ist einfach das, was die Farm macht, was sie tut, was sie den Damen weitergibt. Sie ist einfach wirklich unglaublich. Astrid Eckerl berichtet, sie habe praktisch alles über Kosmetik von Gertraud Gruber gelernt.
Lobende Worte, die Gerhard Gruber-Geschäftsführer Roland Schäfer nur unterstreichen kann. Bezogen auf die Chefin kann ich nur sagen, eine bessere kann man sich nicht wünschen. Sie ist Ideengeberin, man kann sehr gut mit ihr zusammenarbeiten, man reibt sich auch aneinander und hinten kommt was sehr Gutes dabei raus. Das gehört mit dazu. Diese Menschenfreundlichkeit spiegelt sich auch in ihrem sozialen Engagement wider. Mit ihrem vor mehr als 20 Jahren verstorbenen Mann hat sie eine Stiftung gegründet. Ihr gehört der Benediktushof, ein spirituelles Tageszentrum in Holzkirchen bei Würzburg. Sie unterstützt Projekte für Alte und Kranke, für Kinder und für Tiere. Gertrud Gruber ist bekannt als große Hundefreundin, hatte immer Schäferhunde. Heute weicht ihr Mischling Libby nicht von der Seite. Obwohl Gertrud Gruber mit Schauspielerinnen, Politikergattinnen und anderen Prominenten bestens bekannt ist, bleibt sie immer bescheiden, aber durchaus selbstbewusst. Ja, geprägt hat mich eigentlich schon der Erfolg. Ich habe von Anfang an Glück gehabt. Und am Anfang waren es vielleicht 6 oder 8 Gäste und es sind nie weniger geworden. Es war immer besser und mehr und mehr und mehr und mehr. Kürzlich ist Gertrud Gruber auch noch unter die Buchautorinnen gegangen. Das Geheimnis natürlicher Schönheit heißt der Erfolgstitel. Aber was ist Schönheit? Wahre Schönheit, das ist für mich erstens eine Voraussetzung, teilweise nicht immer, ja, sichtbare Gesundheit, dass da etwas getan wird. Ja. Und dann ist es der Mensch mit seiner Würde, der Mensch mit seinen Freuden. Und wenn man dann noch Glück hat, ja, dann hält man es eigentlich zusammen. Dann hält man schöne Kosmetik, wahre Schönheit. Ich fühle mich wieder wohl, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Im Laufe ihrer Karriere wird Gertrud Gruber mit vielen wichtigen Preisen ausgezeichnet, darunter der Bayerische Verdienstorden und das Bundesverdienstkreuz am Bande für hervorragende Dienste um die Entwicklung der Kosmetik in Deutschland. Wir von Beauty Forum freuen uns, dass wir heute eine weitere Ehrung hinzufügen dürfen, den Prix d'Honneur de la Beauté 2014. Ja, was kann man da noch sagen? Die Grande Dame steht bei mir und es ist unglaublich, was eine solche Einstellung zum Leben und die Kosmetik bewirken kann. Es ist, also für mich immer, ich bin da immer fassungslos, denn ich denke dran, ob ich in diesem Alter noch so fit und rüstig sein können. Meine Frau wünscht es mir, aber ich weiß nicht, ob das so klappt. Ja, Frau Gruber, was für ein Gefühl haben Sie heute? Ja, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Das ist ja unwahrscheinlich. Ich bin da reinmarschiert. Zuerst habe ich mal Schiss gehabt. Ich denke mir, um Gottes Willen, was soll ich da überhaupt machen? Aber es freut mich natürlich sehr. Und es freut mich auch, diese Ehrung enorm. Ich bin ein paar Köpfe größer jetzt. Ja. Ich bin so unheimlich gelobt worden. Da steht mir, ja, ein bisschen gelobt muss ich schon werden, aber so, das steht mir eigentlich gar nicht zu. Da sind nämlich meine Mitarbeiter vergessen. Ohne meine guten Mitarbeiter, auch leitende Mitarbeiter, die haben mich ja daher zitiert, nicht? Und würde es ja überhaupt nicht gehen. Es ist überhaupt, wenn man zusammenhält, natürlich darf man mal streiten, natürlich kracht es einmal, aber das ist nicht so schlimm. Letztlich gehört man zusammen, letztlich muss man ein Team sein. Und so habe ich es immer gemacht und es war erfolgreich, ist sogar jetzt noch erfolgreich, ist ungeheuer. Wir haben eine riesen Warteliste
Und natürlich geht unsere Kosmetik da auch sehr gut, nicht? Und wir versuchen natürlich auch Kolleginnen dazu einzuladen und zu schulen, damit nach dieser Methode dann doch gelehrt wird. Und auch da erleben wir wieder, dass diese Kolleginnen, ein Teil, ein großer Teil eigentlich, dann sehr erfolgreich ist. Auch im Verkauf, auch mit dem, weil man überzeugt ist, man ist total überzeugt, was die jetzt erzählt hat. Das stimmt, die hat mich behandelt. Behandelt, das wird immer vergessen, wie wichtig eine hervorragende Behandlung ist. Ja, das ist doch ganz klar, dass dann die Kundin oder dieser Gast meine Sachen auch kaufen will. Beweise ich, da kann man Beweise liefern, noch und noch. Was soll man da noch sagen? Man merkt den Überzeugungstäter, ja, und ich glaube, Sie könnten jetzt noch stundenlang aus Ihren Erfahrungen erzählen. Herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind, und hier haben wir den Preis für das Lebenswerk. Marco hält vielleicht die Urkunde für das Foto. Vielen Dank, Gertraud Gruber. Und dann bis in 2 Jahren wieder. Nein, dann bin ich ur. Das, mal schauen. Wir schauen mal. Schauen wir mal. Vielen Dank. Ich bedanke mich herzlich.